früh. Du bleibst hier. Da drin? Sehen Sie danach. Überlebt. Zwei in Dänemark, einer in Schweden. Also keine besonders guten Aussichten. Hat denn niemand gesehen, wer diese Weinkisten abgestellt hat? Nein, offenbar niemand. Wissen wir inzwischen, was für ein Gift verwendet wurde? Wir haben noch nichts vom Kriminaltechnischen Institut und er hinterlässt keine Spuren. Da ist also wenig zu holen. Woher wissen Sie das? Ich kenne solche Typen. Von der Kurzinfo, die Sie gelesen haben? Nein, was soll ich sagen? Ich bin einfach gut. Gehe ich Ihnen auf die Nerven? Nein, bis jetzt noch nicht. Den Hersteller kontaktiert. Die E-Shock-Pistole ist hier registriert. Sie wurde bei uns abgegeben nach der Waffenamnestie 2001. Hier bei uns? Ja, am 19. April. Von wem? Lennart Franzson. Lennart Franzson ist ein pensionierter Kollege. Seit 4 Jahren. Er ist 58 und wohnt hier in der Stadt. Wie war er als Polizist? Gut. Er wird das Bewusstsein verlieren, wenn er etwa 40% davon verloren hat. 2,5 Liter. Wie es aussieht, 1,5 Liter pro Stunde. Dann bleiben uns 4 Stunden. Vernehmer lügen nie. Ich bin kein geschulter Vernehmer. Wenn er merkt, dass Sie lügen, wird er uns nie wieder vertrauen. Der Verdächtige vertraut sowieso keinem von uns. Als ich die besagte Mitteilung im Radio hörte, da bekam ich einen Schock. Denn der da spricht, das bin ich. Umdrehen, Beine auseinander, Hände an die Wand. Wozu? Ich bin nur hergekommen. An die Wand, Beine auseinander. Haben Sie das Manuskript noch? Nein. Vielleicht hat es das Tonstudio noch und die Postfachnummer. Ja, Sie können gern dort anrufen, aber das würde mich doch sehr wundern. Warum? In welchem Raum sitzt er? In der 3. Gut. Hobbys? Ja? Nein. Wo wohnen Sie? Warum glauben Sie, hat der Täter das Herz entfernt? Die Cafeteria ist unten. Sie haben 10 Minuten. Danke.